Ich hätte hier schon, statt den Wachturm hätte ich schon einen Katapult bauen sollen. Das war ein Fehler. Ich dachte, ich hätte danach mehr Platz für einen Katapult und so, aber hatte ich auch nicht. Weil jetzt kann er auch mich anschießen. Auf diesen Wachturm. Ja, Also stimmt. das Schlauste, was ich eigentlich machen könnte, wäre jetzt das beides abreißen und dann da, wo der Wachturm steht, einen Katapult bauen. Weil so kann er halt mir jetzt auch. Okay. Jetzt kann er mir halt auch Soldaten abnehmen. Oh, Ja, getroffen. stimmt. Ja, dann mache ich das. Fuck it. Das Problem. Ja, ich hoffe, dass er. Ja, das Problem ist, wenn er jetzt hier ein Militärgebäude baut oder so. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Wenn er jetzt hier ein Militärgebäude baut, dann ist das Katapult natürlich auch im Arsch. Aber egal, dann ist meine Verteidigungsfront etwas weiter rechts, was eigentlich nur bedeutet, dass er näher an meinen Festungen ist. Aber es bedeutet auch, dass ich keine Soldaten vorne an seinem Katapult verliere. Er muss mich angreifen. Sei denn, er macht da dann nochmal dort irgendwo ein Katapult hin. Baue ich erstmal hier einen Katapult. So. Der Bauernhof hat 30%. Kann er hier nicht bauen? Direkt an der Lava? Da ist doch quasi Rasen. Ja, das war nur ein Versuch mit dem Ding. Wenn der nicht arbeitet, dann reiß ich ihn ab. Nicht. Naja, dann werde ich auch gleich nochmal eine Runde streamen. Aber erstmal vorbereiten, dauert noch lange genug. Ja, was musst du denn vorbereiten? Naja, Red Screen? also erstmal KSP starten, Okay. Screen starten, die ganzen Fenster ausrichten. Brauche alle Sachen zumachen, die ich nicht brauche.
Red Screen wahrscheinlich nochmal richtig hinstellen. Und da baut er sein nächstes Katapult. Ja, der hat hinten Platz, ne? Ja, ich baue hier mal eine Wachstube. Vielleicht kann ich damit sein Katapult wieder zerstören. Und dann reiße ich das wieder ab. Einfach damit sein Katapult da hinten mich nicht beschießt. Und so können wir dann ewig weitermachen. Bis er keine Soldaten mehr hat. Oder du. Aber das kann nur passieren, falls er mich mit seinem Katapult trifft. Mein Katapult bleibt ja die ganze Zeit stehen. Und ich hoffe, dass sein Katapult von meiner Wachstube zerstört wird. Das ist halt das Einzige, was dann die Vorbedingung dafür ist. Ach so. Also das eine Katapult zumindest. Goldbergwerk 0%. Na gut, ich gehe dann schon mal in einen anderen Channel, ne? Achtet. Bis dann. Ja, bis dann. Buddy left your channel.
Thank you.